Hallola und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe hier gerade etwas gefunden, das so aussieht wie eine versteckte Höhle. Was könnte da nur drin sein? Sie ist übrigens auf Mele Mele bei diesem komischen Koriogelfeld. Jetzt schauen wir mal rein. Übrigens, am Anfang lag da auch noch ein Fluchtseil, aber ich habe das Gefühl, hier gibt es noch etwas mehr zu entdecken. Zum Beispiel einen Heilball! Ich habe keine Ahnung, was hier los ist und... Ah, okay, hier kann man Pokémobil benutzen, das heißt... Schutz wirkt nicht mehr, nein, ich will mal wissen, was für Pokémon hier auftauchen. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was es in dieser Höhle gibt, aber ich dachte mir, ich nehme es lieber mal auf. Es gibt hier einen Dickter! Offscreen habe ich aber schon eins gefangen, deswegen kann ich mit diesem hier auch machen, was ich will. Außerdem habe ich mal ein Zweitteam mitgenommen. Ach, ich fliehe einfach. Ist sowieso zu schwach. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich mal mein Zweitteam und mein Mauzi ein bisschen hochleveln. Mein Mauzi kann mittlerweile Zahltag. Ist das nicht toll? So, gucken wir mal hier weiter. Also hier ist auf jeden Fall viel Wasser. Ah, hier in der Mitte ist irgendwas. Ich gehe davon aus, an diesem Felsen da. Irgendwo. Hier. Sternenstaub gefunden. Na toll. Brauche ich nicht. Du findest Supertrank. Was finde ich noch alles? Übrigens wollte ich mal hier überhaupt mal gucken, wo ich vielleicht noch ein paar Zygarde-Teile finde. Ich werde jetzt nicht im Let's Play alle dokumentieren. Dafür bin ich schon zu spät. Ich habe einfach die aufgesammelt, die ich gefunden habe und habe nichts dazu aufgenommen. Tut mir leid, aber dann müsst ihr woanders gucken, wenn ihr die alle finden wollt. Wenn ihr einen Guide also braucht, dann guckt euch einen Guide an, sozusagen. So, okay, hier geht's weiter. Weiter Schnüffel, Schnüffel. Und wir bekommen Sternenstück. Okay. Gut, wie geht's hier weiter? Mit einem Pokémon-Kampf, natürlich. Tralalalalalalala. Blip, blip. Hi Tera, hi Tera. Ja, das habe ich mir extra hochgezogen aus einem Vonera, welches ich mir mal gefangen habe, auch auf Screen. Und das ist so niedlich. So, was haben wir hier? Oh, da oben ist noch ein Pokéball. Hier geht's nach draußen. Guck mal an. Ich würde ja gerne noch das Item haben wollen und dann mal nach draußen gehen, um zu gucken, wo ich da hinkomme. Oder erst nach draußen gehen und dann vielleicht mal schauen... Ach, mal sehen. Ich mach's einfach. Ich mach's so, dass ich jetzt schon nach draußen gehe. Kann ja wohl nicht schaden. So, jetzt bin ich hier also unten. Und ich bin... Oh, an einer Bucht. Kalais Bucht. Ein Netzball. Und jetzt bin ich mal gespannt. Hier muss es doch irgendwas Seltenes geben. Oh, das Item Triebperle. Ist bestimmt selten. Aber gibt es hier noch irgendwas? Oh, hier gibt es eine Zygarde-Zelle oder ein Zygarde-Ding. Irgendwas von Zygarde gibt es hier. Ansonsten an der Angelstelle würde ich mich dann noch mal ein paar Mal umgucken, weil ich denke, die Triebperle ist nicht das einzige Interessante dort. Aber was ist hier denn noch so? War ich an dieser Bucht schon mal? Nein. Kann ich ja bestimmt noch nicht gewesen sein. Oh! TM-Brüller erhalten. Wow. Toll. Supi. Kann ich gut gebrauchen? Nee, nicht. Dann gehen wir mal auf diese kleinen Inselchen darüber und schauen, ob da noch irgendwas ist. Da hinten ist noch eine TM. Das ist bestimmt auch sowas wie Brüller. Das ist ja voll der Brüller dann. Nein, gucken wir mal. So. Hier gehe ich mal davon aus. Ja, hier geht es dann nicht mehr weiter. Also, die TM holen und danach nochmal... Ach nee, ist keine TM. Das sah vom Weiten aus wie gelb. Dann ist es halt ein Tauchball. Apropos Tauchen, geht das denn überhaupt dann auch irgendwann? Wer weiß. Gehen wir nochmal raus und gucken, ob wir irgendein schönes Pokémon finden. Ich habe zum Beispiel mal an so einer Stelle ein Lampi gefunden. Habe leider noch nicht eins fangen können. Ja. Pokémon-Kampf beginnt gegen... Mushas. Nice. Ich meine, wird wahrscheinlich nicht das Seltenste sein, was ich da angeln kann, aber...
Ja, ich probiere es mal mit Widerhall. Das wird dann eine gute Verteidigung haben und das aushalten. So kann man sich irren. Naja, also beim Mushas wäre es jetzt nicht zu schade. Ich sollte dann aber bei einem wirklich wichtigen Pokémon sicherlich nicht Widerhall einsetzen, sondern Bodycheck, damit es richtig weggecheckt wird. Nein, oh mein Gott. Schauen wir mal weiter. So. Schwupp. Es beißt einfach nichts an. Oder es beißt nichts an. Wie auch immer. Nein. Wieder nix. Mann, los, komm. Ich will was haben. Ja. Pokémon-Kampf beginnt. Gegen Karpador. Lusadin habe ich leider auch schon. Ich habe offscreen echt viele Pokémon gefangen. Ich habe echt viel offscreen gemacht. Also das Let's Play wird sich eher mit dem ganzen Story-Zeug beschäftigen, aber ja. Offscreen gibt es noch viel mehr zu sehen. Ich will euch ja nicht das ganze Spiel wegnehmen oder sowas, das wäre ja schade. Weil es bietet wirklich viel mehr. Beißt einfach nichts an. Okay, los, los, weiter, weiter. Wenigstens ein Pokémon will ich fangen, was ich noch nicht habe. Und wenn es halt dieses Mushas ist, was ich gesehen habe. Ist auch okay. Nein, ich will keinen Lusadin. Ich habe schon einen Lusadin. Ich habe sogar schon zwei Lusadin. Warum habe ich zwei Lusadin? Ich brauche keine zwei Lusadin. Außer ich will mir noch mehr fangen und habe dann einen Lusadin-Schwarm. Mhm. Aber das habe ich nicht. Komm schon. Nochmal angeln. Oder so. Wildes Pokémon. Zubat. Habe ich auch schon. Kann da nicht was Cooles beikommen? So. Ich habe sogar mir mal einen Pichu gefangen. Was ich nicht alles gemacht habe schon. Ach. So, aber jetzt, komm. Beiß an. Beiß an, habe ich gesagt. Beiß nicht an. Vielleicht klappt das. Beiß nicht an. Hey, funktioniert. Aber ich bekomme nur eine Perle. Hm. Okay, einmal noch. Und dann hole ich mir dieses Item, was da in der Höhle ist. Und gucke, wo es da übers Wasser weitergeht. Das ist mal echt so eine Sache, die würde mich interessieren. Ja. Pokémon-Kampf. Und es ist wieder ein Mushas. Das Mushas fange ich mir diesmal. Wenn ich dann was hab, womit ich es nicht töte. Ich meine, besiege. Ja, genau, ich schicke Raichu raus. Und da habt ihr schon gesehen, was für Pokémon ich mir sonst noch so hochgezogen habe, beziehungsweise ein paar von den bekannteren waren. Arcani war ja noch dabei. Bäm! Ich gehe mal davon aus, ein Donnerschock würde doch bestimmt nicht gleich... Es ist ein Donnerschock, hallo? Alter! Glück gehabt! So. Jetzt wird es ganz einfach. Jetzt nehmen wir uns einfach einen... Gute Frage. Na, ich nehme mir einen Superball. Hab mehr als genug davon. Ich könnte auch einen Pokéball nehmen bei einem Mushas, denke ich. Aber jetzt habe ich einen Superball genommen. Sieht hübscher aus. So, und irgendwann mache ich dir aus dir einen Austoss. Oder eine Suppe. Mushas-Suppe. Ja, pflegen wir mal unsere Pokémon wieder ein bisschen hoch. Besser ist das. Das ist mein Stylus. Ah. Seine Zunge hängt immer aus seiner Schale. Es sucht nach Beute, indem es ihr gezielt an den Sand am Meeresboden aufwirbelt. Okay. Ja. So,
Das ist kein Schimpfwort. Deswegen, also beziehungsweise ich, wenn ich ein Schimpfwort eingeben würde, dann würde das ja wohl geblockt werden, deswegen nenne ich es Musch Sternchen S. Und ab in die Box mit dir. Oh, mein Pichu. Es freut sich. Ach, wie niedlich. Ach, wie niedlich. Nein, du sollst dich freuen, wenn ich dich streichel. Ja, da unten ausgerechnet. Wenn ich weiter oben... Au! Au, au, au. Drrrt. Da kriege ich eine gewischt, wenn ich es an den Bäckchen streichel. Und zwar an denen im Gesicht. Ich weiß nicht, was ich kriege, wenn ich es an den... Ach, egal. So, und das ist noch ein Bällchen. So, ich gehe mal davon aus, in dieser Höhle sind nicht unbedingt so die tollsten Pokémon. Ich meine, bis auf Dicta. Dicta finde ich super und ich finde es gut, dass es an mehreren Orten vorkommt. Bloß in der Dicta-Höhle habe ich noch nicht nachgeschaut. Mal gucken, ob es das dann auch gibt dort. Aber da bin ich noch nicht in der Story. So, dann wollen wir uns doch mal mit Schutz ein bisschen schützen. Einsetzen. Ich setze Schutz ein. So. Dann sehen wir mal, dass wir da hochkommen wieder. Und zu diesem Item. Ewiges Eis. Yay. Das kann man für irgendwas bestimmt gebrauchen. Da lang geht's noch. Okay, aber ich muss erstmal hier lang. Wenn man hier runter geht, mal gucken, was dann passiert. Kann natürlich nichts sein, kann auch etwas... Oho, oho, oho! Schau mal einer an. Da habe ich ja Glück, dass ich das gemacht habe. Bumm. Expertengurt bekommen wir! Heieieiei! Geht's da noch weiter durch, wenn wir klein sind? Nein. Sah aber so aus, als wäre da vielleicht noch ein Durchgang zu noch irgendwas anderem. Ist es aber nicht gewesen. Leider, schade. Naja. So, ich weiß, ich könnte auch auf meinem Tauros weiterreiten. Was war denn hier? Hier war auch nicht viel. Gut, noch mehr Schutz. Vor den wilden Pokémon. Ich lauf nach oben. Aber ich muss in die andere Richtung. Das wusste ich doch eigentlich. Warum mache ich so einen Blödsinn? So, Wasser. Der Ursprung allen Lebens. Und ein Ort, an dem man angeln kann. Dann werde ich dort angeln. Komm schon, lass es was Gutes sein, lass es was Schönes sein, lass es was sein, was ich sonst nicht kriege. Schmerbe! Ja, das nehme ich mit. Ich nehme mir ein Schmerbe. Das Erbe des Schmerbe. Oder so. So, jetzt ist nur die Frage, was für ein Pokémon setze ich ein? Nochmal Raichu? Ich könnte natürlich auch was anderes probieren, aber das hat komischerweise noch nie geklappt. Hoffentlich funktioniert jetzt der Vorführeffekt. Denn mir ist es aufgefallen, wilde Pokémon, die verwirrt sind, haben sich bei mir bisher noch irgendwie gar nicht selbst verletzt. Und wie ihr seht, es klappt schon wieder nicht. So, dann versuche ich es jetzt einfach mal nur mit einem Nestball, weil es schwach ist und klein. Und ich meine, das ist ein niedrigeres Level, würde ich sagen. Tsching. Eins, zwei, drei und es ist drin! Ha! Okay, Schmerbe wurde gefangen. Du. Raichu erreicht Level 12. Juhu! Für Schmerbe wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ja, aber das mit dieser Verwirrung, das verstehe ich einfach nicht, wieso Pokémon sich nicht selbst verletzen, wenn sie verwirrt sind, irgendwie. Also, kein wildes Pokémon, auf das ich das in der letzten Zeit angewendet habe, hat sich selbst verletzt. Komisch. Sein schleimiger Körper ist schwer zu greifen. Auf Volksfesten wetteifert man gar, wer mit bloßen Händen die meisten fangen kann. Schmerbe.
Sterbe. Moment. Jetzt kommt die Schmerbung. Vor allem, ich habe mal überlegt, ob ich vielleicht in irgendeine... Oh ja, ich mache in diese Folge ein Schmerbe rein und nenne es Dauerschmerbesendung. Schmerbe, 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 Schmerbe. Ja, Schmerbung soll in die PC-Box, bitte. Eine Dauerschmerbesendung. Wäre doch mal was. So, was haben wir denn hier auf dieser Seite? Aha! Hier geht es also nach unten. Toppeleber! Yay! Geilo! Endlich mal was Nützliches. So, ich kann ja mal gucken. Gibt es hier auch was zu schnüffeln? Ach so, ich bin schon unten. Mist. Ja, das war die Höhle, würde ich sagen. Und das nächste Mal schalten wir wieder ein zu mehr von der Hauptstory. Ja. Also, bis dahin. Alola nochmal, ich bin's schon wieder. Ich habe gerade einen Zygarde-Teil eingesammelt und jetzt ruft mich plötzlich Sina an. Brrrzt. 10%! Wenn du wissen möchtest, was diese Zahl zu bedeuten hat, musst du dich nach Ula Ula zur Ätherbasis auf Route 16 begeben. Ups. Das klappt nicht. Weil ich war noch nicht auf Route 16. Du bist auf einem guten Weg. Au revoir. Jo, das schon mal dazu. Also wissen wir, wenn wir in Route 16 bei der Ätherbasis vorbeikommen, dass da etwas auf mich wartet. Jo, bis denn.